Kürze tun möchte auf dieser Erde, das hat er kundgetan durch Zeichen. Und möge der Herr unsere Augen öffnen, zu sehen, was diese Zeichen sind, damit wir wissen, was in Kürze geschehen muss. Und heute Abend möchten wir nur einen kurzen Überblick geben über die drei wichtigsten Zeichen, die wir in unserer Zeit heute sehen, die der Herr uns gegeben hat, damit wir wissen, wann und was bald auf diese Welt zukommt. Und auf der Gliederung haben wir diese drei Zeichen kurz hier erwähnt. Und wir haben ein paar Folien dafür vorbereitet. Weiß nicht. So. Das erste Zeichen, das der Herr uns gibt in dieser Zeit, ist das Zeichen der roten Kuh. Hinter mir stehen drei rote Kühe. Und vielleicht denkt ihr, es ist verrückt, aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, was für eine wichtige Rolle rote Kühe für die Juden in Israel darstellt. Im 4. Buch Mose, Kapitel 19, gibt es ein ganzes Kapitel darüber, das beschreibt, dass die Juden eine makellose rote Kuh herzubringen sollen, um vor allem die Priesterschaft und das Zelt und den Tempel von jeglicher Berührung des Todes zu reinigen. Viele fragen sich, warum gibt es noch keine Opfer auf dem Tempelberg? Wieso können die Juden noch nicht starten? Natürlich, einerseits, der Tempelberg an sich ist noch ein kleines Problem. Aber das wahre Problem ist eigentlich nicht so sehr der Tempelberg, sondern das Problem ist die rote Kuh. Damit die Juden ihren priesterlichen Dienst darbringen und tun können, benötigen sie die Asche einer solchen makellosen roten Kuh, um sich von dem Tod zu reinigen. Das beschreibt 4. Mose 19 sehr klar. Nun, das Problem war, dass es schon seit fast 2000 Jahren keine makellose rote Kuh gegeben hat. Juden hatten keinen Weg, sich vom Tod zu reinigen. Es gab einfach keine Kuh. Aber durch die Weisheit des Herrn und zu der richtigen Zeit hat sich dieses jetzt geändert. Ja, viele von uns haben schon gehört, dass ziemlich genau vor 1,5 Jahren, nämlich am 15. September 2022, 5 makellose rote Kühe von USA nach Israel gebracht worden sind. Und bis heute sind noch 3 übrig, diese 3 im Hintergrund. Und zu der Zeit, als diese Kühe nach Israel gebracht worden sind, waren sie etwa 1 Jahr alt. Und die jüdische Vorschrift schreibt vor, dass sie etwas älter als 2 Jahre sein müssen, damit man sie darbringen kann, um die Asche zu gewinnen, um das Reinigungswasser vorzubereiten. Und es ist wirklich die Weisheit des Herrn, das jetzt in unserer Zeit zu offenbaren. Und ich will euch hier kurz ein Beispiel zeigen. Wenn wir daran denken, dass diese Kühe im Jahr 2021 geboren sind, dann können wir uns kurz einmal das jüdische Jahr von 2020 und 2021 anschauen. Und zwar, das ist das Jahr 5781.
Das ist die Zeitrechnung der Juden in Israel. Sie leben im Jahr 5781, das entspricht unserer Zeit 2020 und 21. Und nun kann man diese Zahl, diese Jahreszahl in das Hebräische, in Zahlenwert übersetzen. Ja, also im Hebräischen hat jede Zahl einen entsprechenden hebräischen Buchstaben. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, kommt heraus diese vier Buchstaben hier rechts. Natürlich könnt ihr sie nicht lesen. Das ist Hebräisch. Und diese vier Buchstaben bilden eine Abkürzung. Ja, es heißt Anagramm. Es ist eine Abkürzung. Und für was kann es eine Abkürzung sein? Es ist eine Abkürzung für diesen Satz, der hier kommt, der hier steht. Ihr seht die Anfangsbuchstaben in Rot von oben. Und wenn wir diesen Satz übersetzen auf Deutsch, dann heißt dieser Satz, es wird ein Jahr der roten Kuh sein. So, alleine die Jahreszahl 5781 bei den Juden ist das Jahr, wo diese Kühe geboren sind. Und alleine der Zahlenwert hat solch eine wunderbare Abkürzung und Bedeutung. Es war tatsächlich ein Jahr der roten Kuh. So, seit dieser Zeit haben wir jetzt noch übrig drei rote Kühe, makellos. Und sie warten nur darauf, dass sie diese Kühe zu Asche machen können, um das Reinigungswasser vorzubereiten. Und dieser Zeit, während unserer Konferenz, gibt es noch einen wunderbaren jüdischen Feiertag. Der heißt Shabbat Para. Und dieser Feiertag ist ein Sabbat am 29. und 30. März, also morgen und übermorgen. Ist ein Feiertag, heißt Shabbat Para. Und dieses Wort Sabbat Para heißt Sabbat der roten Kuh. Natürlich, dieser Sabbat, den gab es jedes Jahr. Schon seit vielen Hunderten von Jahren. Und an diesem Sabbat haben die Juden in der Synagoge das vierte Buch Mose, Kapitel 19, vorgelesen. Die Beschreibung über die rote Kuh. Warum? Weil sie möchten die Juden vorbereiten auf das kommende Passafest. Denn vier Wochen später ist Passa. Und alle Juden wissen, wir können nicht zum Passa hinaufziehen und dort priesterlich dienen, wenn wir nicht vom Tod gereinigt werden. Und so hat man an diesem besonderen Sabbat, 4. Mose 19, gelesen, und alle daran zu erinnern, reinigt euch durch die rote Kuh. Das Problem war, es gab keine rote Kuh für 2000 Jahren. So, sie haben nur gelesen, aber nicht die Wirklichkeit. Sie hatten die Kuh nicht. Aber dieses Jahr, morgen und übermorgen, ist das erste Mal seit 2000 Jahren knapp, dass es einen Sabbat-Para gibt, wo es tatsächlich eine echte, qualifizierte rote Kuh gibt im richtigen Alter. Sie sind im richtigen Alter, um dargebracht zu werden. Ist das nicht erstaunlich? So, wer weiß, was geschieht. Und diese rote Kuh allein muss uns zeigen, die Zeit ist nahe. Und diese roten Kühe sind so wichtig, dass sogar die Hamas, die am 7. Oktober Israel überfallen hat, in einem Statement vor, wann war es, im Januar, öffentlich gesagt haben durch den da, dass dieser Überfall am 7. Oktober zu tun hat damit, dass die Juden jetzt eine rote Kuh haben. Und sie haben schon Angst, dass wenn sie diese rote Kuh, die Juden, wenn sie sie da bringen,
dass die Moslems ihre Moschee oder was auch immer auf dem Tempelberg verlieren. Was auch immer. Und daher sagte dieser Sprecher, das war der Grund für den Überfall. Und die Juden, die heute in Israel leben, sie sind voller Feuer innerlich und voller Eifer und warten nur auf den richtigen Moment, um diese rote Kuh zu Asche zu machen, damit sie den Opferdienst beginnen können in Jerusalem. Und daher haben sie schon einen Altar aufgebaut. Sie haben schon einen Altar hergerichtet in Israel. Dieser Altar steht jetzt in Israel auf dem Ölberg. Der ist schon vorbereitet. Nicht auf dem Tempelberg, denn die rote Kuh muss geschlachtet werden außerhalb des Lagers. Und daher ist es auf dem Ölberg. So, die Juden haben es schon vorbereitet. Es ist alles da. Und jetzt werden wir sehen, wann sie diese Asche erzeugen. Und sobald sie diese Asche haben, können sie das Reinigungswasser herstellen und die Priesterschaft vom Tod reinigen, und den Opfern auf dem Tempelberg steht nichts mehr im Weg. Das ist wirklich ein wichtiges Zeichen der Zeit, dass der Herr bald kommt. Amen, Herr Jesus. Aber es gibt noch mehr Zeichen. Es ist nicht nur die rote Kuh in Israel, sondern es ist auch das Ende der Demokratie. Eigentlich hat der Herr uns schon vor knapp 10 Jahren gezeigt, dass das Zeitalter der Demokratie zu Ende kommen muss, bevor das nächste Zeitalter beginnen kann, nämlich das Zeitalter des Tieres. Und tatsächlich, in unserer heutigen Zeit sehen wir, wie das Zeitalter der Demokratie Stück für Stück zu Ende geht und eigentlich schon zu Ende ist. Und diese Statue ist aus dem Traum von Nebukadnezar in Daniel 2. Und dort sehen wir, wie Daniel schon damals gezeigt hat, wie sich die Weltreiche entwickeln werden, angefangen von Babylon, dargestellt durch einen Löwen. Dann hat es sich entwickelt zum Persischen Reich, dargestellt durch einen Bären. Dann Weiterentwicklung bis zum Griechischen Reich, der Leopard. Dann war die Weiterentwicklung zum Römischen Reich, die langen Beine und bis zu den Füßen, dem die Supermacht USA etabliert wurde. Und das bezeichnet die Schrift als ein außergewöhnlich starkes Tier, ganz anders wie alle Tiere davor. Eigentlich eine Zusammenfassung von all dem, was vorher war. Und eigentlich diese ganze Statue ist ein Ganzes, es ist eine Einheit. Und im Fuß, unten, versammelt sich alles, was wir heute, was wir oberhalb dieser Statue haben. Der Fuß ist eine Vermischung von allen oberen Teilen. Und das ist genau das, was wir heute in den USA sehen. Und USA ist natürlich das Zentrum dort. Von dort aus hat die Demokratie begonnen und dort kommt sie auch zu Ende. Und das zeigt uns, die Demokratie ist eigentlich definiert durch Recht und Ordnung. Demokratie gibt es ein Grundgesetz, es gibt eine Verfassung, es gibt Gesetze, die diese Demokratie intakt halten. Aber das, was wir heute in unserer Zeit sehen, ist die massive Gesetzlosigkeit, die uns andeuten, dass dieser Fuß, der da unten aus Eisen und Ton ist, kurz vor dem Ende steht.
Und was kommt nach dem Fuß? Nach dem Fuß kommen nur noch die 10 kurzen Zehen, nämlich das Zeitalter des Tieres, was in Offenbarung 13 beschrieben ist als eine Kombination von allen Tieren, die wir hier in der Statue gesehen haben. So, was wir heute ist, ein wichtiges Zeichen der Zeit ist, dass dieses Zeitalter der Demokratie zu Ende kommt. Und das sehen wir besonders an der Gesetzlosigkeit. Und ich weiß nicht, wie viel wir hier wirklich mitbekommen von dem, was vor allem in den USA passiert, wo die Demokratie komplett demoliert wird und von innen heraus zerstört wird. Und es gibt so viele Beispiele, die uns das zeigen, aber John Yao wird uns kurz ein paar Beispiele nennen über die Gesetzlosigkeit in den USA. Hier kommt Ihr Mikrofon und ich übersetze mal für ihn. Well, Toby asked, since I'm from America, to speak a little bit about the lawlessness that is happening in our country. Ich möchte kurz etwas dazu sagen, was die Gesetzlosigkeit in unserem Land betrifft. And as he said, democracy started with the United States of America. Die Demokratie hat mit den USA begonnen. And America has been the defender of democracy for many years. Und viele Jahre hat die USA die Demokratie verteidigt. And having been born and raised in America, I know the Constitution really well. Und da ich geboren und aufgewachsen bin in den USA, kenne ich die Verfassung dort sehr gut. And it is just unbelievable to see democracy being dismantled and destroyed in our country. Und es ist sehr erstaunlich zu sehen, wie in diesen Tagen die Demokratie in unserem Land auseinandergenommen wird. You have to remember, democracy is based on the government ruled for the people by the people. Eigentlich sollte Demokratie eine Regierungsform sein, in der das Volk regiert. And for democracy to thrive, you need freedom of the press. Und damit die Demokratie überleben oder leben kann, braucht man die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. But freedom of the press without law and order will fall. Aber Meinungsfreiheit ohne Recht und Ordnung wird versagen. And if you don't have law and order, then for sure you will not have secure elections. Aber wenn du keine Recht und Ordnung mehr hast, dann gibt es auch keine sicheren Wahlen mehr. So if you see these three things being destroyed before your eyes, then you know democracy is ending. Und wenn diese drei Dinge vor unseren Augen zerstört werden, dann erkennen wir, die Demokratie ist zu Ende. I'm glad in the outline the verses in 2 Thessalonians were posted here. Im Outline gibt's die Verse über 2. Thessalonicher Brief. Because this addresses the matter of the freedom of the press or access to the truth. Und diese Punkte darin, die erinnern uns dran an die Meinungsfreiheit und auch an den Zugang zur Wahrheit. So starting in verse 10 of 2 Thessalonians chapter 2. In 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Says, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Und mit allem Betrug der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, damit sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gehabt haben. Remember, lawlessness begins with lies. Die Gesetzlosigkeit beginnt mit Lügen. You probably heard of this term fake news. Ihr habt wahrscheinlich alle von Fake News, von falschen Nachrichten. We started to hear about fake news for quite a while, actually, in the U.S. since
2016, you started hearing this term fake news. Wir in USA haben schon seit 2016 dieses Wort Fake News benutzt und gehört. And when you have the entire mainstream media repeating the exact same lie word for word on every channel, every day, every hour of the news cycle, if you're not discerning in your spirit, you will believe the lie to be truth. Und wir haben die Situation, dass die Hauptmedien, die Leitmedien, die ein und dieselbe Lüge Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat wiederholen, immer wiederholen. Und wenn man kein Unterscheidungsvermögen hat, dann wird man am Ende der Lüge glauben. The more you listen to the lies day in and day out, eventually you will believe that to be the truth. Je öfter man dann diese Lüge hört, desto schneller glaubt man sie und nicht mehr an die Wahrheit. It has gotten so bad that today, if you listen to the news headline, that's usually opposite to the truth. Oft ist es in diesen Tagen so, dass wenn du alleine die Überschrift der Nachrichten liest, ist es schon genau das Gegenteil von der Wahrheit. So when you hear an out, you hear a let's say a soundbite where Trump says, if I am not elected, there will be a bloodbath. So ein Beispiel, ja, wenn man die Überschrift liest, Trump hat gesagt, wenn ich nicht gewählt werde, gibt es ein Blutbad. That is very far from the truth. Aber das ist weit weg von der Wahrheit. Because they took his soundbite out of context. Aber sie nehmen einfach diesen Satz komplett aus dem Zusammenhang. He was speaking a bloodbath in relationship to the automobile industry. Er hat von einem Blutbad in der Autoindustrie geredet. Not about violence in our country. Nicht über Gewalt im Land. Far from the truth. Völlig an der Wahrheit vorbei. Right. And also, they also do censorship now. Und auch die Zensur ist ein großes Problem. Right, you might think censorship would be good because in the name of not providing misinformation, you know, you want to make sure it's the truth, so they censor. So du denkst vielleicht, Zensur ist gut, damit man keine falschen Informationen bekommt und deswegen machen sie eine Zensur. But don't be deceived because misinformation is another way of saying we will hide the truth from you. Aber falsche Informationen zu verbergen ist einfach eine andere Art und Weise, die Wahrheit vor dir zu verbergen. The situation is so bad that if you speak anything contrary to the narrative of the government, so wenn du heute irgendwas gegen das Narrativ der Regierung redest, that will be completely suppressed. Dann wird diese Sache vollständig unterdrückt. It's built into all of the search engines like Google. Es ist sogar eingebaut in alle Suchmaschinen wie Google zum Beispiel. The algorithm within the search engine suppresses the truth. Die Algorithmen in den Suchfunktionen, die unterdrücken die Wahrheit. The same algorithm is applied to YouTube. YouTube ebenso. Facebook. And for all of the young people who are on Instagram. Oder auch Instagram. And TikTok. TikTok. All of these are designed to deceive you. All diese sind gemacht für die Verführung. And the worst thing about information being censored is in the universities. Und das Schlimmste ist die Zensur an den Universitäten. The next generation of Americans in the college campuses. Gerade die nächste Generation der Studenten an den Unis. They can only hear one thing. Die hören immer nur genau eine Sache. Communism is the way to go. Kommunismus ist der Weg, den wir nehmen sollten. Many who graduate would like to see communism in our country. Alle, die jetzt einen Abschluss machen, möchten gerne Kommunismus in den USA sehen. You don't believe me? If you talk to any hiring manager in our country, you can see the attitude of every entitled young person coming out of the universities. Ja, das sieht man, das sehen alle, die im Personalwesen sind und die neuen Absolventen interviewen. The goal in lawlessness here, with all of this lie, is to dismantle the United States Constitution. Und das Ziel ist, die Verfassung der USA auseinanderzunehmen. Right? And I said, lawlessness, okay, law and order, it's needed because you have to have protection of the law, the Constitution. Natürlich braucht man Recht und Ordnung, denn das ist benötigt, um die Verfassung zu bewahren. But today, there is a total disregard for
law enforcement. Heute gibt es eine totale Missachtung der Polizei letztlich. The number one crisis in America today is the open borders. Das erste große Problem in den USA heute sind die offenen Grenzen. Illegal immigrants. Illegale Einwanderer. In fact, I'm using it in a nice way. Normally it said illegal aliens. Normalerweise sagen wir illegale Aliens. But they're saying it's too strong, so you say illegal immigrants. Aber das soll man nicht sagen, sagen sie, weil es zu stark sei, deswegen nimmt man illegale Einwanderer. You have to realize that many immigrants are illegal. I'm even talking like them. Illegal immigrants are streaming into our country. Illegale Einwanderer strömen in unser Land. And when they come into the country, the judge will say, okay, 1 year from now, you need to come back to the court. We can review your case to see if you can come into the country legally. Und dann wird ihnen gesagt vom Richter, in einem Jahr hast du deinen Termin, dann werden wir sehen, ob du hier bleiben darfst. But in that 1 year time, they can go anywhere in our country. Aber in diesem einen Jahr sind sie frei, sich in den USA zu bewegen. And when they leave the border, they're given a free cell phone. Und sobald sie weglaufen von der Grenze, kriegen sie ein Handy umsonst. Unlimited minutes and data. Mit unbegrenztem Datenvolumen. They're given a debit card to spend anywhere between $1,000 and $3,000 a month for free. Und sie kriegen eine Bankkarte, wo sie 1.000 bis 3.000 Euro Dollar pro Monat ausgeben können, umsonst. And if you live in a big city like New York City or San Francisco or Los Angeles. Und wenn du in einer dieser Städte lebst, dieser großen, you get to stay in 5-star hotels for free. Dann wohnst du umsonst in 5-Sterne Hotels. And in California, if you're an illegal alien, you can receive free medical benefits. Und in Kalifornien bekommst du sogar die Krankenversicherung umsonst. In fact, it's so bad that if you're an American citizen and you live in a different state and your insurance doesn't cover you in the state of California. Es ist so schlimm, dass wenn du ein Bürger bist von einem anderen Bundesland, nicht in Kalifornien, the healthcare workers will say, just declare yourself to be an illegal immigrant and you'll get everything paid for free. Und dann nach Kalifornien kommst, um dort behandelt zu werden, dann sagen dir die Ärzte, warum erklärst du dich nicht als ein illegaler Einwanderer, dann kriegst du alles umsonst. It is absolutely lawless. Es ist komplett gesetzlos. Some of the saints who we have taken down to San Diego, some of the nice areas of San Diego. Wir haben einige Geschwister nach San Diego gebracht, für was anzuschauen. It's now a drop-off point for illegal immigrants. It's now what? A drop-off point. A drop-off, okay. Es ist jetzt ein Ort, wo man die ganzen illegalen Einwanderer hinbringt. So, lawless illegal immigrants who now they're even talking about giving them rights to vote. Und jetzt möchten sie ihnen sogar das Recht zu wählen and geben. To bear arms in our country. Und sogar Waffen zu tragen. Right. And even at another level, it's in the state of California, in the name of reducing prison population. Und in Kalifornien ist es so, dass im Namen der, dass man eben das Gefängnis räumen möchte. So if you steal up to $950, you don't go to jail. Wenn du also bis zu $950 Diebstahl begehst, dann wirst du nicht verurteilt. You just get a ticket. Kriegst du nur eine Art Strafzettel. So people can just walk into these big retail stores and as long as they steal up to 950, they can walk out with all of that every single day. So diese Leute können also einfach in den Supermarkt gehen und so viel mitnehmen, wie sie möchten, bis zu $950 und können wieder gehen und sind frei. And one verse I like to quote here because it really highlights what we're talking about is Isaiah chapter 5 verse 20. Ich wollte noch Jesaja 5 Vers 20 lesen. It says, woe to those who call evil good and good evil. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. I never dreamt that such a verse would happen in my country. Ich habe mir nie geträumt, dass so ein Vers in unserem Land Realität wird. But today, if you want to self-defend your property and the safety of yourselves, you will get punished by the law.
Wenn du dich einfach selbst schützen willst als Bürger, wirst du vom Gesetz bestraft. But if you're like BLM or Antifa and do violent demonstrations, auch wenn du zu Antifa gehörst, also zu den Linksradikalen und gewalttätig wirst, you can walk away without any jail time. Dann läufst du einfach weg, ohne dafür bestraft zu werden. I mean, if you look at YouTube or Twitter, there was even a video of illegal immigrants beating up New York police officers, and then they were released to walk away free. Ja, es haben sogar illegale Einwanderer Polizei verprügelt und es auf Video aufgenommen, komplett verprügelt und gingen ungestraft davon. And don't think that they don't respect the police. The court systems, even all the way to the top, the Supreme Court justice, are corrupted and compromised. Aber das, auch das Gerichtssystem ist bis zum oberen Gerichtshof komplett korrupt. They even would not let Texas defend its own borders to stop the stream of illegal immigrants. Sie lassen nicht einmal den Staat von Texas, erlauben sie ihm nicht, ihre Grenzen zu beschützen. So this is lawlessness. Das ist die Gesetzlosigkeit. It's absolutely evil. Komplett böse. And then of course I said secure elections. Natürlich gibt's auch dieses Wort sichere Wahlen. If you don't have freedom of information flow to the people. Wenn man wenn der Fluss der Informationen zu den Menschen nicht frei ist. And if you don't have law and order. Und du nicht Recht und Ordnung hast, then there is no way to have secure elections. Dann kann man auch keine sichere Wahlen haben. They can take advantage of election fraud. Und dann geschieht natürlich Wahlbetrug. You might not realize in the United States you don't need a voter ID to vote. In den USA brauchst du nicht mal einen Personalausweis, um wählen zu gehen. So there is a whole different strategy in how you can vote for the people that you want. Es gibt diese Strategie hier, dass du einfach wählen kannst, wie und was du willst. And you'll never get a fair election. Und so kann man nie eine faire Wahl haben. Right? But then there's also weaponizing of law enforcement against political opponents. Und dann wird auch die Polizei oder ja, die aufgebracht gegen politische Feinde. They will, oder politische Gegner, pardon. They will make up fake criminal charges against political opponents. Und erfinden falsche Verbrechen gegen diese Leute. And what is very clear is every charge that was put against President Trump. Und Anklagen, danke. Alle Anklagen, die sie gegen Präsident Trump erhoben haben, grundlose Anklagen. Right? There is no evidence that he committed a crime. Gibt es überhaupt keinen Beweis, dass er ein Verbrechen begangen hat? But unfortunately, you know, we're supposed to be in a lawful country. You are innocent until proven guilty. Aber in unserem Land ist es so, du bist normalerweise so, du bist unschuldig, bis du eines Verbrechens überführt wurdest. But today it's now you're guilty until proven innocent. Aber jetzt ist es umgedreht, ja, du bist schuldig, bis du dich selbst als unschuldig erwiesen hast. If you have a discerning spirit, you will see every charge that was laid against Trump is actually committed actually by this other guy who's in the White House. Und wenn man es sich anschaut, dann sieht man, dass genau die Anklagen, die sie gegen Trump erhoben haben, sind genau diese Dinge, die sie selber begangen haben. They have weaponized the FBI to take out political opponents. Auch das FBI wird dazu benutzt, politische Gegner aus dem Weg zu schaffen. And anybody who supports this person, they also go after. Und alle, die sie unterstützen, werden auch verfolgt. Right. So, you know, at the end, I would say, just before we flew out here, Sharon and I were talking, the entire government of the United States have been completely compromised. So die ganzen USA wurden faktisch komplett unterwandert. The executive level with the president, the legislative with the Congress, and the judicial with the Supreme Court, all are corrupt. Ja, vom Präsidenten und bis zum Gerichtshof und alle Ebenen der Macht sind komplett untergraben. We see no future.
Und es gibt hier gar keine for democracy to continue in the United States. Gar keine Zukunft der Demokratie in den USA. And if it continues the way it is, I don't even think we can make it to this coming November for our elections. Und wenn es so weitergeht, glaube ich gar nicht, dass wir bis November kommen überhaupt. Remember, zu den Wahlen. When the United States democracy falls, so wenn die Demokratie in den USA fällt, all democracies for the rest of the world will also dann fall. Dann werden alle Demokratien der Welt zusammenstürzen. So may the Lord wake us up to see what is really going on. Möge der Herr uns aufwecken zu sehen, was wirklich vor uns ist. I hope I gave you just a little bit of an impression on how terrible, how evil it is. And to see the destruction of democracy happen before our eyes. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen gesehen habt, wie böse die ganze Situation ist und die Demokratie vor unseren Augen zerstört wird. Amen. Okay. Oh, thanks. Amen. Gut. Ein wichtiges Zeichen der Zeit, das Ende der Demokratie. Herr, wir loben dich. Amen, Herr. Erbarme dich unser. Ja, Amen. Okay, wir wollen aber noch zum dritten Punkt kommen. Und das ist hier auf der Gliederung, Punkt A. Gottes Zeichen im Himmel. Und es ist erstaunlich, wir haben nicht nur die Zeichen der Zeit in Bezug auf Israel und die rote Kuh und die Weltsituation, das Ende der Demokratie, sondern die Bibel zeigt uns auch, dass jedes Mal, wenn Gott gerichtet hat, hat er es angekündigt durch Zeichen am Himmel. Das ist erstaunlich, wenn man die Schrift sich anschaut. Ich will nur kurz ein paar Beispiele vorlesen. Zum Beispiel als beim Gericht über Ägypten. Da heißt es in Hesekiel 32 und Vers 7, dort redet Hesekiel gegen Pharao und Ägypten. Wenn ich dich auslöschen werde, also Ägypten, so werde ich den Himmel bedecken und seine Sterne verdunkeln. Ich will die Sonne mit einer Wolke überziehen und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Ich will alle leuchtenden Himmelslichter über dir verdunkeln und Finsternis über dein Land bringen, spricht Gott der Herr. So selbst als Gott Ägypten gerichtet hat, hat er dieses Gericht angekündigt durch eine Verfinsterung der Himmelskörper. Und dasselbe mit Babylon. In Jesaja 13 steht in Vers 10, zu der Zeit, als Gott Babylon gerichtet hat, ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Auch beim Gericht über Babylon hat Gott die Sonne verdunkelt und das Licht nicht leuchten lassen. Und selbst auch bei der Kreuzigung unseres Herrn, als er gestorben ist für die Sünde der Welt, hat sich die Sonne verfinstert und es war dunkel in diesen Tagen. Und wir sehen es wieder beim sechsten Siegel in Offenbarung 6 und das ist das, was dieser Welt bald bevorsteht. Dort steht in Vers 12, und ich sah zu, als es das sechste Siegel öffnete, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein Sacktuch aus Ziegenhaar. Und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Feigen abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. So wir sehen, dass jedes Mal, wenn Gottes Gericht kommt, Gott dieses Gericht ankündigt am Himmel. Und deswegen müssen wir sehen, was der Herr uns auch in dieser Zeit vor Augen malt. Und das schauen wir uns jetzt kurz an. Das ist, genau. Ich muss den
Modus ausmachen. Moment. So, jetzt. Ja, hier ist er. Danke. Ne, das brauche ich. Okay. Ja. Genau, wir sehen hier eine Karte von USA. Und wir wollen nur kurz etwas zeigen, nämlich im Jahr 2017, also ziemlich genau vor 7 Jahren, gab es im August über den USA eine Sonnenfinsternis. Und hier in diesem Bild seht ihr den Pfad der Sonnenfinsternis von links oben, also von hier, wanderte der Kernschatten der Sonne in einer totalen Sonnenfinsternis bis hier runter, fast nach Florida. Das war die einzige Sonnenfinsternis in, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, die nur genau ein Land überzogen hat, nämlich nur USA und sonst kein anderes Land. Und das war schon vor 7 Jahren. Und wir sehen noch was sehr Besonderes, was damals schon passiert ist. Nämlich, es gibt Städte in den USA, die heißen Salem. Salem heißt Friede, das ist der Name der Stadt. Und in dieser Karte seht ihr, wo die Städte Salem liegen in den USA. Und man kann erkennen, dass sie fast alle, bis auf einen grauen, fast komplett im Kernschatten dieser Sonnenfinsternis liegen. Erstaunlich. 7 Städte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und mindestens 5 plus 2. Und schon zu der Zeit sehen wir, das Wort Salem heißt ja eigentlich nur Friede. Und in dieser Zeit, nämlich im Jahr 2017, wissen wir, war das erste Jahr von der Trump-Regierung. Und zu der Zeit hat Gott einen Mann eingesetzt, um Frieden zu bringen in dieses Land. Zu seiner Zeit gab es keinen Krieg, sichere Grenzen und viele andere Dinge, die dieses Land sicher gemacht haben und Frieden gemacht haben. Aber dieser Friede wurde in den Folgejahren vollständig von diesem Land weggenommen. Deswegen eine Verfinsterung über den Frieden. Der Friede wurde verdunkelt. So viele innenpolitische Kriege, so viel Gesetzlosigkeit und Bosheit, alles andere als Frieden. Natürlich gegipfelt in dem großen Wahlbetrug im Jahr da 2020, wo dann einer eingesetzt worden ist, der für alles andere ist als für Friede. Und so sehen wir, schon damals, vor 7 Jahren, hat uns Gott durch solch ein Zeichen gewarnt und gesagt, der Friede sollte kommen, aber er wird weggenommen. Und tatsächlich, wie gerade unser Bruder gezeigt hat, heute ist der Friede völlig verschwunden von diesem Land. Und das war vor 7 Jahren. Und knapp 7 Jahre später, als in unserer heutigen Zeit, nämlich am 8. August, das ist in wenigen Tagen, am 8. April, in wenigen Tagen von jetzt ab, gibt es eine weitere totale Sonnenfinsternis über den USA. Ich mach mal die Salems kurz weg. Und der Pfad von dieser Sonnenfinsternis, die am 8. April kommt, sieht so aus. Sie beginnt links unten in Mexiko und geht dann über die USA und endet da oben über Kanada. Von links unten nach rechts oben. Und bilden ein X, ein Kreuz über den USA. Ist das nicht erstaunlich?
Es sieht so aus, als würde Gott dieses Land markieren. Wie ein Kreuzchen, das du machst und markierst für das Gericht. Und erstaunlicherweise gab es in der Vergangenheit schon einmal so ein X über den USA. Gebildet von zwei Sonnenfinsternissen, so wie hier. Und zwar um 1800, das ist schon sehr lange her, 7 und 11. Also 1807 und 11. Und zu der Zeit, das könnt ihr selber nachlesen, nachdem das Kreuz, das X, fertig war im 1811, war 3 Monate später in den USA das größte und schwerste Erdbeben der Geschichte der USA auf dem Festland. In einer Größenordnung von 7 bis 8 auf der Richterskala. Dieses Erdbeben war so groß damals, dass der Mississippi rückwärts floss und die Kirchenglocken von einer Kirche, die 2000 Kilometer entfernt war, von alleine geläutet haben. Ihr könnt selber nachlesen, das New Madrid Earthquake, das war das größte Festlanderdbeben in den USA in der Geschichte. Ist das nicht erstaunlich? Das ist nur, was in der Geschichte passiert ist. Wir werden sehen, was der Herr dieses Mal tut. Aber wenn wir uns diese Pfade oder diesen Pfad noch einmal genauer anschauen, der Sonnenfinsternis, die jetzt kommt, also diese hier kommt noch am 8. April, dann stellen wir auch erstaunliche Einzelheiten fest. Ja. Der erste ist, an der Stelle, und hier, vielleicht seht ihr es, wo seht ihr eigentlich meine Maus? Ja. An der Stelle ist die Grenze zwischen Mexiko und USA. Und wie John Yao gerade gesagt hat, das größte und schwierigste Problem der USA heute ist diese illegale Einwanderung, die eigentlich eine Invasion ist. Und diese Invasion geschieht an einem Ort, der heißt Eagle Pass in Texas. Und dieser Ort ist hier. Bei dem grünen Marker. So genau in der Mitte von dieser Sonnenfinsternis scheint uns diese Sonnenfinsternis zu zeigen, hier ist die Demokratie vollkommen zu Ende. Zehntausende illegale Einwanderer, die gewalttätig gegen die Polizei vorgehen, gehen genau an dieser Stelle über die Grenze. Ist das nicht erstaunlich? Das ist Finsternis. Deswegen gibt es eine Sonnenfinsternis über diesem Bereich. Und wenn wir den Pfad ein bisschen weiter laufen nach oben, weil so läuft die Finsternis, die nächste wichtige, für uns wichtige Stadt, die uns auf diesem Pfad begegnet, heißt Jona. So wie Jona in diesem Ort. Und an was erinnert uns Jona? Natürlich an den Propheten Jona, der nach Ninive gegangen ist, um ihnen zu sagen, noch 40 Tage, dann kommt das Gericht. Und so, wenn wir diesen Pfad weiterlaufen und uns die nächsten Stationen anschauen, dann sehen wir 2 Städte hier oben. Und rate mal, wie die heißen. Ninive. So dieser Pfad geht durch 2 Städte, die heißen Ninive. Und nicht nur das, natürlich diese 2 Städte, es gibt noch mehr Städte, Ninive, aber diese 2 liegen im Kernschatten und geben Zeugnis, die Zahl 2 ist eine Zahl für die Zeugnis, für viele andere Städte, nämlich 6 weitere Ninives, die alle entlang dieser Sonnenfinsternis und dieses Schattens liegen. So alle orangenen oder rot-orangenen Punkte sind alles Städte, die heißen Ninive. Ist das nicht erstaunlich? Wow. Und wenn wir die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass
es bei den Assyrern damals in ihrer Chronik, in der assyrischen Chronik, ein altertümliches Schriftwerk, eine Sonnenfinsternis dort dokumentiert wurde. Und zwar im Jahr, wann war es, 756 vor Christus, irgendwo. 763 vor Christus haben sie eine Sonnenfinsternis über Assyrien dokumentiert. Das kann man sich anschauen im Museum in England. Und diese Sonnenfinsternis damals, 763 vor Christus, zog direkt über die assyrische Hauptstadt. Und was war die assyrische Hauptstadt? Nineveh. Nineveh. Und wenn wir hineinlesen in die Bibel und auch in diese historischen Schriften, dann sehen wir, dass genau zu dieser Zeit, 763 vor Christus, wo die Assyrer diese Sonnenfinsternis dokumentiert haben, in Juda und in Jerusalem regiert hat der König Jerobeam II. Und dieser Jerobeam II., sagt uns die Bibel, war genau die Zeit, in der Jona geweissagt hat. Und Amos, diese zwei Propheten. So, und viele sagen jetzt, und das ist sicherlich auch der Fall, dass diese Sonnenfinsternis damals um 763 vor Christus, die über Nineveh war, die Leute von Nineveh dazu bewogen haben, Buße zu tun. Ja, nun, Jona hat dort gepredigt und die ganze Stadt ist umgekehrt zu Gott. Wie ist das geschehen? Natürlich durch seine Predigt, aber Gott hat durch dieses äußere Zeichen diese ganzen Bewohner gewarnt und ihnen gesagt, es kommt ein Gericht, wenn ihr nicht Buße tut. Deshalb ist Jona und Nineveh so ein wichtiger Punkt für uns zu sehen, wann Gottes Gericht kommt. Aber es gibt auch was Positives in diesem X. Denn nahe an diesem Zentrum gibt es noch eine Stadt, die heißt Rapture, in Blau. Und Rapture natürlich heißt Entrückung. Vielleicht sollten wir dahin umziehen, obwohl ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Erstaunlich, ja, Entrückung in der Nähe von diesem Kreuz. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren Punkt hier in Grün. An dieser Stelle haben manche Leute eine Arche aufgebaut in Originalgröße, genau wie durch Noah spezifiziert. Die kann man hingehen, ist wie ein Museum aufgebaut. Die Arche Noah ist auch da. Und dann der letzte Punkt, aber auch ein wichtiger Punkt zu sehen ist, dort, wo dieses X sich kreuzt, liegt genau ein Gebiet hier in Orange gekennzeichnet. Das ist ein ganzes Gebiet im Süden von dem Bundesstaat Illinois. Und dieses orangene Gebiet heißt Little Egypt. Also übersetzt Klein-Ägypten. Es gibt sogar eine Stadt da unten, die heißt Kairo. Mitten in Illinois. Schams. Du kommst ja aus Ägypten. Hier ist Little Egypt. Und dieses Kreuz, das X, ist genau über Ägypten. Jetzt muss es uns zeigen, dass Gott bald diese Welt richten wird. Es deutet auf das Gericht über diese Welt, angezeigt durch die Sonnenfinsternis in den letzten Jahren. Vor 7 Jahren und am 8. April. So, Gott wird diese Welt richten. Das zeigt uns schon die Sonne. Aber, und jetzt kommen wir zum letzten Teil, nicht nur alleine die Sonne, sondern
Ah, der Stein, ja, den haben wir vergessen. Sondern auch die Gestirne am Himmel spielen eine wichtige Rolle. Ihr seht hier einen Blick in den Himmel. Von der Erde aus gesehen, also wir stehen hier auf der Erde, ihr seht links und rechts ist die Erde. Und in der Mitte die Sonnenfinsternis, über die wir gerade geredet haben. Da unten ist das, da ist das Datum, 8. April 2024. So, das ist das Bild, was man sieht, wenn man am 8. April in den Himmel schaut und die Sonnenfinsternis und den Mond übereinander sieht. Das ist aber nicht das Einzige. Genau an diesem Tag reihen sich alle 7 Planeten in eine Reihe, zusammen mit der Sonne. Warum sage ich alle 7? Natürlich, es gibt 8, aber wir stehen auf der Erde. Außer der Erde gibt es noch 7 Planeten. Von Uranus links oben bis zu Mars rechts unten. Ich habe nur die Sterne ein bisschen größer gemacht, damit man es besser sieht. Hat Gott die Gestirne, ich weiß nicht, wie selten das vorkommt, dass alle 7 Planeten in einer Reihe stehen und in der Mitte die Sonne verfinstert mit dem Mond. Was für ein Zeichen. Das zeigt uns, Gott möchte und wird nicht nur diese Erde erschüttern. Hebräer 12 sagt, nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel werden erschüttert. Deswegen gibt es nicht nur Zeichen auf der Erde durch die Sonnenfinsternis, sondern auch im Himmel eine Reihe von Planeten, die uns das Kommen Christi ankündigen. Ist das nicht erstaunlich? Und manche dieser Planeten sind zu dieser Zeit so hell, dass man sie mit bloßem Auge sehen kann. Brauchst für einige von ihnen nicht einmal ein Fernrohr. Sie scheinen und deuten an das zweite Kommen Christi. Und wenn wir jetzt einmal die Sternbilder, ihr kennt ja die Sternbilder, einblenden, zum Beispiel Orion und 7 Gestirn, das sind Sternbilder, die werden in der Bibel erwähnt. Zum Beispiel in Hiob, aber auch in Amos. Dann seht ihr, wo diese Reihe auftaucht. Hier sind die Sternbilder, da ist links oben ist der Orion, der ist bekannt durch Hiob. Wenn wir genau hinschauen, fährt diese Linie der Planeten mit der Sonne in der Mitte genau entlang und über dem Sternzeichen vom Walfisch. An was erinnert euch der Walfisch? Jona taucht wieder auf. Jona wurde vom Walfisch verschluckt. Vielleicht sollte Jona die Botschaft geben. Ist das nicht erstaunlich? Wow. Gehen wir nochmal kurz zu diesem Bild zurück. Und es gibt noch ein letztes Zeichen für heute zumindest, dass wir in dieser Anordnung Gottes sehen. Und zwar genau an diesem Tag, wir sind immer noch am 8.4., okay, das ist 10 Tage weg von heute, kommt noch ein Eindringling in diese Reihe hinein, nämlich ein besonderer Komet. Ein Komet. Er kommt entlang dieser gelben Pfeile. Und dieser Komet ist ein besonderer Komet. Warum? Erstens, er kommt nur alle 71 Jahre in das Sichtfeld der Erde. Alle 71 Jahre, also einmal im Leben, höchstens kann man ihn sehen. Und genau an dem Tag, wo die Sonnenfinsternis stattfindet, erscheint auch dieser Komet. Und erstaunlicherweise ist dieser Komet durch verschiedene Explosionen auf der Oberfläche 100-mal heller als normal, so dass man ihn mit bloßem Auge sehen kann, wenn man am richtigen Ort steht.
Aber das eigentlich Besondere an diesem Komet ist, der hat einen besonderen Spitznamen. Natürlich, sein offizieller Name ist Ponce Brooks, aber sein Spitzname ist der Teufelskomet. Und warum? Weil er so aussieht wie ein Teufel mit zwei Hörnern. Selbst das da oben ist von der Zeitung Merkur, ist auch interessant, ja, von der Merkur. Merkur hat berichtet, alle 71 Jahre zu sehen, der Teufelsplanet rast in Richtung Erde. Ist das nicht erstaunlich? In all den 71 Jahren entscheidet sich der Teufel, genau jetzt zu kommen. Der Teufel möchte immer seine Nase reinstecken und sich überall einmischen in das, was Gott tut. Gott möchte uns zeigen, sein Sohn kommt wieder durch diese wunderbare Anordnung. Und sofort ist der Teufelsplanet am richtigen Moment da und möchte sich dort einmischen. Und das zeigt uns auch die Bibel, dass am Ende nicht nur die Erde involviert ist, sondern das ganze Universum spielt eine Rolle. In Offenbarung 12 wird das männliche Kind entrückt zum Thron. Und was geschieht als nächstes? Es beginnt ein Krieg im Himmel zwischen Satan und dem Erzengel Michael. Und als Ergebnis von diesem Krieg wird der Teufel auf die Erde geworfen. Ist das nicht so? In Offenbarung 9, bei der fünften Posaune fällt ein Stern vom Himmel. Das ist der Teufel. Hier sehen wir auch einen Stern, einen Kometen, den Teufelskometen, der diese himmlische Anordnung stören möchte, wie damals im Garten Eden ist er auch aufgetaucht. Und überall möchte er reinkommen, wo Gott etwas tut. Aber das muss uns zeigen, wenn Gottes Gericht kommt, wird er nicht nur die Erde richten, sondern auch das ganze, den ganzen Himmel wird erschüttert werden, damit das bleibt, was unerschütterlich ist. So, die Zeit ist wirklich nahe und wir wissen nicht, und wir werden mal sehen, was in den nächsten Wochen und wenigen Monaten geschieht. Der Herr weiß es, aber wir müssen bereit sein. Die Zeit ist wirklich nahe. Deswegen, ja, passend. The End. Den was? Stein. Den Stein vom Himmel. Dieser Stein vom Himmel ist ein Bild. Meinst du beim Standbild? Ja, ja. Okay. Das ist der Stein vom Himmel. Gut, Moment, wir gehen nochmal hin. Einen Moment. Ja. Hier. Hier fällt der Stein vom Himmel und fällt auf die Füße und zerstört das ganze Bild. Dieser Stein fällt nicht auf den Kopf der Statue, was wir vielleicht machen würden, sondern er fällt auf den Fuß. Das heißt, das Gericht wird die Demokratie treffen. Und wenn dieser Stein auf die Füße fällt, dann fällt die ganze Statue in sich zusammen. Und das ist das Ende der Zeiten der Nation. Und dann wird dieser Stein die ganze Erde erfüllen und das tausendjährige Reich des Herrn auf diese Erde bringen. Was für eine wunderbare Hoffnung. Lob den Herrn. Amen. So viel für heute. Wir wissen nicht, dass alle Demokratie zusammenfällt, aber die ganze Welt wird zusammenfallen. Könnt ihr euch vorstellen, ohne Amerika, Gott hat über alle Nationen geherrscht. Ja, deshalb sehen wir in diesem Bild, dass die Zeiten der Nationen hat mit Nebukadnezar, Babylon, das babylonische Reich, angefangen. Damals, das babylonische Reich hat über die ganze damalige Welt geherrscht. Und danach kommt das persische Reich.
Und das hat dann babylonisches Reich ganz übernommen. Und das persische Reich ist von Gott dann eingesetzt. Gott hat ganz gewusst, weil Israel gefallen war, dann hat Gott die ganze Herrschaft den Nationen gegeben. So zu der Zeit fängt dann die Zeiten der Nationen an. Aber Gott in seiner Weisheit hat dann diese Hauptreiche benutzt, um über alle damalige Welt Einfluss auszuüben. Danach kommt dann Alexander der Große und mit allen Schnelligkeit hat er das griechische Reich dann aufgebaut. Und Gott wusste das alles schon durch Daniel. Und das ist das Wunderbarste. Erinnere, Gott ist der, der ist, der war und der da kommt. Das heißt, und in Jesaja, also über Cyrus, König Cyrus, den ersten König von dem persischen Reich, hat Gott schon viel vorher gewusst und hat bestimmt, dass der König Cyrus wird dann sein Volk freilassen, zurück von Babylon nach Jerusalem zu kehren. Das hat Gott alles bestimmt. Es ist nicht von Menschen bestimmt. Ja. Und danach kommt dann das griechische Reich. Und damals dieses Reich herrschte dann und übt Einfluss über die ganze Welt, damalige Welt. Deshalb ist die griechische Sprache damals die Hauptsprache. Ja. Und danach dann kommt das Römische Reich. Erinnere, Daniel hat sogar die ganze Entwicklung, nachdem Alexander der Große gestorben ist, dann das griechische Reich hat sich gespalten zu vier Reichen. Und das ist alles geworden. Gott wusste da alles. Er hat da alles geschaffen. Er ist ja Gott, sonst ist er nicht mehr Gott. Er wusste alles. Sogar Alexander der Große hat es schon gewusst. Und dann das Römische Reich, die Zeit, wo der Herr kommt. Und besonders Kaiser Augustus, das war sehr wichtig. Ohne Augustus wäre Josef und Maria da in Galiläa, in dieser Gegend da oben geblieben. Aber er hat dann einen Befehl gegeben, dass sie alle sich was eintragen sollte, wo sie herkommen. Und daher, dann musste Josef und Maria nach Bethlehem kommen. Sonst, wie kann dann Gott Micha Kapitel 5, Vers 2 erfüllen? Durch Augustus. Und er war ein guter Kaiser. Das ist ein guter Kaiser. So, Gott wusste alles. Und die ganze Welt damals wurde dann geherrscht durch das Römische Reich. Und das Römische Reich wird dann lange Zeit mit den zwei langen Füßen, lange Beine zum Westen und Osten, Römische Reich. Und die Entwicklung war am Ende bis zum Fuß. Und wir sehen und merken, dass die Eigenschaften dieser zwei Füße sind aus Eisen und Ton. Und Ton bedeutet die Menschen. Ja, Eisen ist diese harte Herrschaft, die Macht. So, Demokratie heißt die Kraft oder die Macht der Menschen. People's Power. Ja, das ist Demokratie. Die Herrschaft durch die Massen, Menschen. Und dennoch können die Menschen nicht eins sein. Deshalb gibt es viele, viele Nationen zu dieser Zeit. Ja.
Also Gott wusste alles in seiner Weisheit durch so eine einfache, wie sagt man, Statue. Nur Gott hat solch eine Weisheit, die ganze Geschichte in diesem Statue zu zeigen. Könntest du das, Simon? Es ist so einfach. Und dann sehen wir von Gold bis zum Eisen, bis zum Ton. Das heißt, die Regierungskraft wird immer härter. Gold ist weich, aber edle. Und am Ende, ja, ist es nicht mehr so edel. Nein. Schau mal heute. Auch in Deutschland, ich glaube. Ich wohne nicht hier, aber ihr wisst ja. Gell? Ja, unser lieber Bruder Henry Fichtner, du weißt, wie gefallen alles war, gell? Ja. Er kann sicherlich euch bezeugen. Aber nicht nur hier, sondern überall. Aber besonders in den USA. Ich wohne auch dort. Ich bin dankbar, dass ich dort wohne, damit ich sehe und alle sehe, was geschehen ist. Könnt ihr euch vorstellen, in der Zweiten Weltkrieg oder USA, sowohl in Europa als auch in Asien, was wird dann aus dieser Welt? Gott hat USA eingesetzt als eine Polizei für die ganze Welt sozusagen, Ordnung zu halten, Kommunismus zu stoppen, da oben, hier in Europa und auch in China. Ohne USA, da kann man sich nicht vorstellen, was diese zwei Nationen machen werden oder möchten. Als Trump gekommen ist, dann muss China beugen. Ja. Ihre Duties, wie sagt man, Steuer zahlen. Und Europa müssen dann auch ihre Anteil zahlen an NATO. Sonst in der Vergangenheit haben sie gar nicht bezahlt, wo sie zahlen eigentlich sollten. Ja, ist es tatsächlich so. Deshalb hassen sie diesen Mann. Weil dieser Mann macht alles richtig, besonders die Globalisten. Und die Globalisten heute könnten die Welt nicht beherrschen, wenn dieser Mann da ist. Deshalb haben sie ihn gehasst, ohne Grund. Ohne Grund hassen sie ihn. Wie Jesus, der auf dieser Erde war, haben alle ihn gehasst. Warum? Was hat der Herr getan? Er möchte die Welt retten. Er möchte die Menschheit retten. Aber Satan möchte alles einnehmen und haben die damalige Zeit. Wir wissen alle, ich brauche euch nicht zu sagen. Dann haben sie ihn am Ende abgeschafft, gekreuzigt. Und so, die Frage war, warum dann, wenn USA kaputt ist, dann wer kann diese Globalisten oder Globalismus, was man immer sagt, stoppen? Nein. Niemand. Also wenn USA fällt, fällt dann alle Nationen. Das ist meine Antwort für deine Frage. Nicht, weil USA so wichtig war, sondern Gott hat dieses Land eingesetzt, um Frieden zu halten. Um Frieden zu halten. So, deshalb, ja, am Ende, wenn dieser Stein, der der Herr ist, von oben runter und herabkommt, er stoßt nicht den Kopf. Wir denken, wenn er den Kopf trifft, dann fällt das Ganze. Aber nein, sondern im Fuß. Im Fuß. Und das ist auch ein Zeichen, dass das Ende kommt. Erinnere, wie wir damals gesagt haben, Gott hat
Lukas 21, Vers 24 erfüllt. Wenn ihr seht, dass Jerusalem nicht mehr unter den Füßen der Nationen zertreten ist, dann erfüllt sich die Zeiten der Nationen. Es ist ganz erfüllt. Und so von 1967, in diesen 6 Tagen Krieg, als Israel also in einer wunderbaren Weise den Krieg gewonnen hat, eine Nation gegen die umgebende große Armee damals, Israel hat gewonnen. Aber das ist ein Zeichen, sie haben Jerusalem zu dieser Zeit zurückerobert. Ist dann nicht mehr unter der Herrschaft von den Nationen. Und das ist auch ein Zeichen, dass die Zeiten der Nationen erfüllt wurden. Und daher von der Zeit an bis zu dem heutigen Tag sehen wir keine richtige Regierung mehr. In den USA, könnt ihr euch vorstellen, solch ein Mensch, der jetzt Präsident ist, die ganze Welt hat gelacht und ihn verachtet. Er konnte nicht mal einen ganzen Satz fertig sagen, ohne dass er Fehler macht. Und nach der Rede, dann weiß er nicht einmal, wo die Treppe ist. Wie kann solch ein Mensch ein Präsident sein? Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ich so wäre, schäme ich mich, Präsident zu werden. Dann bitte, Tobi, sei du der Präsident. Ich gehe nach Hause. Was nennt man in den USA diese Department of Justice? Man nennt es Department of Injustice. Könnt ihr euch vorstellen, dass man die Polizei abschaffen möchte? Willst du in Stuttgart noch wohnen, wenn die Polizei abgeschafft wird? Wer freut sich, wenn die Polizei abgeschafft wird, sagt es mir. Marita ist da. Aber dort wollen sie das machen. In USA. Welcher vernünftiger Mensch wird das machen? Erinnere, es ist nicht nur die Bosheit oder verrückt. Nein, das ist nicht verrückt. Es ist mit Absicht gemacht. Und wer dahinter steht, ist dieser Teufelskomet. Das ist das Problem. Aber wichtig heute Abend, was unser Bruder gezeigt hat, ist, Gott möchte nicht verbergen, wann Jesus Christus kommt. Er möchte, dass die ganze Welt das weiß. Er ist nicht wie der Teufel, der sich versteckt, hinter irgendetwas versteckt. Nein, was der Herr macht, er macht es öffentlich, auf dass die ganze Welt es weiß. Die Menschen kennen den Herrn nicht, aber sie sehen Sonnenfinsternis. Sie sehen, die himmlische Körper haben sich bewegt in solch eine wunderbare Weise. Selbst wenn sie nicht glauben, dass Gott alle Dinge geschaffen hat, als Jesus auf dieser Erde war, hat er den Sturm geboten. Sei ruhig und sofort. Haben sie gehört? Die Jünger war erstaunt, selbst der Wind und der Sturm hört sein Befehl. Meinst du, alle diese Schöpfung hört nicht auf ihn? Oh ja. Oh ja. Er braucht keine Atombomben, denn die ganze Schöpfung hört auf ihn. Auch die Heuschrecken hört auf ihn. Auch die Frösche hören auf ihn. Ja. Alles, bitte, nur die Menschen hören nicht auf ihn. Weil Gott den Menschen
eine freie Wahl gegeben hat. Sie können sich verhärten, sogar gegen Gott sein. Aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Hund gegen Gott ist, oder? Hast du jemals etwas gesehen, dass ein Hund gegen Gott ist? Selbst die Affen sind nicht gegen Gott. Und sie sagen, die Menschen kommen von Affen, wenn ich ein Affe bin, dann bin ich beleidigt. Nein, ich bin nicht wie ihr, die gegen euer Schöpfer da kämpft. So ist es. Es geht um die Menschen, weil Gott vorher bestimmt hat, als er die Menschen geschaffen hat, dass die Menschen herrschen sollen. Wer sonst soll Deutschland herrschen, sag mal? Wenn nicht die Menschen hier. Aber sie sind gefallen. Und Satan muss auch die Menschen benutzen, um seinen Plan da zu erfüllen. Ja. Und unser Bruder erwähnte von 2. Thessalonicher, dass dieser, der kommt, heißt der gesetzlose Mensch. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens und dann das Tier. Weißt du, der Mensch ist schlimmer als die Tiere. Ich habe noch nie ein Tier gesehen, der irgendeinen Waffen da erfindet, um alle anderen Tiere umzubringen, oder? Hast du jemals solch ein Tier gesehen? Ein Weltkrieg unter den Gorillen. Noch nie geschehen. Aber die Menschen, sie töten sich gegenseitig. Seit Abels Zeit schon. Kain hat seinen Bruder erschlagen. Und heute, guck mal, die Hass. Die Tiere kennen keinen Hass. Und daher müssen wir alle diese Zeichen zeigen, nicht nur für uns, sondern für die ganze Menschheit. Und wir können auch diese Zeichen benutzen, um das Evangelium zu predigen, weil die Menschen, sie verstehen Gott nicht. Wo ist Gott? Ne? Sehen sie Gott nicht, aber sie sehen all das, was geschehen ist. Es muss irgendjemand, der das bestimmt hat. Und wer soll das stimmen? Welcher Präsident kann das bestimmen? Es muss Gott sein. In der Schweiz benutzen sie Trillionen, um solch ein CERN da in der Schweiz zu bauen. Um diesen kleinste Partikel, ein Big Bang zu machen. Und haben mindestens 1000 Wissenschaftler zu benutzen. Und solch eine Anlage haben sie gebaut. Und dann glaubt nicht, dass Gott die Welt geschaffen hat. Deshalb hat die Bibel gesagt, die Klugheit der Menschen ist für Gott. Es ist Dummheit. Je klüger wir sind, desto dummer werden wir. Dann machen wir dumme Sachen. Dann erfinden wir Nuklearbomben, um die Menschheit zu zerstören. Ist das nicht Dummheit? Bosheit ist das. Aber der Herr möchte wissen, dass wir es wissen, dass die Zeit zu Ende kommt. Damals schon habe ich die Heiligen gesagt, Gott hat die Welt 6000 Jahre Chance gegeben zu regieren. Okay, ihr wollt herrschen, dann Nummer 6 ist eine Zahl für die Menschen. Denn der Mensch wurde am 6. Tage geschaffen. So,
Gut, 6000 Jahre gebe ich euch zu herrschen. Und dann am Ende, was haben sie gemacht? Wie haben sie geherrscht in dieser Welt? Auch unter uns Christen, wir streiten und kämpfen ohne Grund. Gott soll unser Friede sein. Er hat die Feindschaft am Kreuz da vernichtet, Epheser 2 gesagt. Und die Mauer der Zertrennung hat er ganz niedergerissen. Und dann bauen wir sie wieder auf. Ist das nicht eine Schande? Ja. Und deshalb haben wir eine Sehnsucht, dass er wiederkommt. Damit er sein Reich der Gerechtigkeit und Friede auf diese Erde wiederherstellt. Wer kann das sonst machen? Welches Land, welche Regierung, wer kann das machen? Und er ist der König des Friedens und König der Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit wird es keinen Frieden geben. Nie, unmöglich. Deshalb ist er unser Hohepriester nach der Ordnung von Melchisedek. König der Gerechtigkeit, König des Friedens. In dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Deshalb gibt es auch kein Friede. Wie du gesagt hast, der Teufel mischt sich ein in jede Angelegenheit. Hat nicht Johannes gesagt, die ganze Welt liegt in der Hand des Argens? Unberechtigt. Und Gott möchte, dass wir das von seiner Hand wegnehmen. Wir Christen haben diese Aufgabe, aber wir arbeiten nicht mit Gott zusammen. Selbst sind wir alle so unter uns zerstritten. Es schmerzt das Herz, wenn wir das sehen. Aber lob den Herrn, das ist die Lösung, seine Wiederkunft. Habt ihr nicht die Sehnsucht, dass er bald kommt, oder? Deshalb habe ich vorgeschlagen, dieses Lied. Unser Herr wird bald zurückkommen. Das ist so wunderbar. Sollen wir das wieder singen? Oder singen wir das andere Lied? Herr, wann kommst du? Haben wir nicht dieses Lied? Wann erscheinest du? Ja. Entschuldigung, ich habe schon lange kein Deutsch mehr gesprochen, gell? Lob den Herrn. Ja, gut, singen wir das Lied, bevor wir die Versammlung dann beenden, ja? Lob den Herrn.